Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute wollte ich euch einfach mal mit in mein Badezimmer nehmen. Genau, deswegen ist halt auch ein bisschen, wir haben ein bisschen Retro-Looks oder Retro-Vibes, weil das Ganze tatsächlich ja auch damals hier in meinem Badezimmer gestartet ist. Da standet ihr an dieser Stelle immer. Naja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einen Blick in den Badezimmerschrank zu werfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist natürlich vom Inhalt so, dass ich sehr viel von meinen Kooperationspartnern auch verwende, weil die Produkte, die ich euch zeige, verwende ich, um euch dann natürlich auch umfassende Reviews zu geben. Und ja, ansonsten habe ich auch noch Produkte aus Boxen immer wieder mit dabei und ich habe auch immer mal wieder auch Sachen aus der Drogerie, um einfach zu schauen, wie gut ist mittlerweile die Drogerie. Und ja, so entwickelt sich das Ganze in diesem Schätzelein. Das Ding haben wir von IKEA, also da werden sicherlich einige fragen, wo wir das her haben. Ich habe so ein Ding, Schatzi hat genau so ein Ding halt hier auch nebenan, ne? Also das ist sehr fair verteilt und ja, dann würde ich gerne mit euch einfach mal durchgehen. Das ganze Video könnte etwas länger werden. Ich habe sicherlich auch Codes, also jetzt aktuell ist ja auch die Dalton-Woche, da habe ich ja auch spa-claudi als 25%igen Rabattcode. Ich glaube, bei Jepoda habe ich auch einen Code. Müssen wir mal gucken, ob der schon aktiv ist. Dann ist es auf jeden Fall auch in der Infobox verlinkt. Kaimana müsste ich eben auch noch einen Code bekommen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob er schon da ist, wenn ich das Video online stelle. Ich denke schon. Dann blende ich euch den auch mal ein und verlinke euch auch alles in der Infobox. Was habe ich denn noch? Gucken wir einfach mal im Laufe des Videos, ne, was sich da so alles noch irgendwie in meinem Schrank verbirgt. Also reingucken. Geht das so? Dann seht ihr die Produkte. Ihr seht mich auch so ein bisschen in der Seite. Ist es diese Seite? Ja. Und da seht ihr mich auch. Das ist ja alles voll verspiegelt, ne? Wir gucken jetzt einfach mal. Also ich starte zuallererst mit den Produkten von Kaimana. Diesen Leave-In-Conditioner kennt ihr auch schon. Den habe ich damals in Korfu, auf Korfu, auf meinem Zimmer gehabt und habe ihn da auch das erste Mal verwendet. So ein tolles Produkt. Es macht ganz, ganz tolle Haare. Super geschmeidig. Du hast ja auch noch einen Hitzeschutz mit dabei. Und mir hat dieses Produkt auch wirklich für fast ein Jahr gehalten. Also das ist der Wahnsinn. Gefällt mir richtig, richtig gut und das ist auch so ein bisschen an Meereskosmetik angesetzt. Also das ist total cool. Kann ich sehr empfehlen. Macht wundervolle Haare. Also ich habe es heute Morgen auch nochmal verwendet. Nö, da habe ich es nochmal kurz ein bisschen reingemacht. Es hat auch einen ganz angenehmen Duft. Nicht aufdringlich oder so und macht halt eine schöne Geschmeidigkeit in die Haare und es pflegt halt auch noch die Haare. Und ja, ein sehr schönes ja, Spray. Ein sehr, sehr schönes Leave-In. Und ich verwende immer Leave-Ins nach dem Duschen zum Beispiel, also wenn ich die Haare gewaschen habe, damit ich halt besser durchkomme und weniger halt ja, Haarausfall oder sowas habe, ne? Und ich verwende es halt auch gerne einfach mal so zwischendurch, wenn ich morgens halt mit Bommel aufwache und alles noch ist noch so verknotet, dann kommt das Schätzelein auf jeden Fall auch noch zum Einsatz. Sehr empfehlenswert. Und dann haben die auch noch tatsächlich bei Kaimana weitere Produkte im Sortiment. Da habe ich jetzt auch das hier in der Testphase. Styling and Volume Spray, das kannst du auch tatsächlich für den Ansatz verwenden. Da bin ich auch gespannt drauf, wie das so in der Langzeit, im Langzeittest auch sein wird. Da werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal Zwischenfazit, Feedback, wie auch immer, zu geben können. Ne? Und das kann man sich auch richtig in den Ansatz reinmachen, ohne dass das Ganze verklebt oder fettig aussieht oder so, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Und ja, es gibt halt einfach nochmal ein bisschen Volumen und auch ein Stück weit Halt. Also ich mache mir ja nicht jetzt groß Frisuren oder so, aber es gibt Halt in die Haare. Das heißt, es hält auch den Ansatz etwas voluminöser. Und bei mir ist das Ganze ja auch gerne mal so platt. Jetzt ist, ne, ein Tag nach dem Hairwash Day alles noch relativ tutti. Aber wenn ich jetzt so einen Tag, zwei Tage nach dem Duschen bin, dann brauche ich auch ein bisschen mehr Liebe in die Haare. Und da kommt diese Schätzelein auf jeden Fall an den Start und finde ich sehr, sehr angenehm. Und auch hier Duft mag ich sehr gerne. Ist nicht zu intensiv, sodass es Kopfschmerzen machen würde oder so. Kann ich auch sehr empfehlen. Genau, schaut in der Infobox vorbei. Ich habe euch auch super viel unten verlinkt. Also die Infobox ist wieder voll, ne? Bei dem Deo bin ich mir jetzt aktuell nicht ganz so sicher, ob ich das mag. Also das ist von Nivea, dieses Winter Moments, Wintermoment. Ich finde, dass meine Achseln davon ein bisschen verkleben. Das finde ich ganz unangenehm. Ich muss das sehr intensiv immer abwaschen, abends, wenn ich dusche. Und das gefällt mir nicht ganz so gut. Teilweise muss ich sogar meine Achseln peelen, weil das alles zu klebrig ist. Also da bin ich jetzt aktuell nicht ganz so Freund von. Deswegen muss ich da noch ein bisschen testen, ob ich das jetzt noch weiter verwende oder ob das halt in mein Flop-Video dann kommen wird. Hier habe ich von Human & Kind ein Handpeeling, was ich auch sehr, sehr cool finde.
Ich mache das ja so, dass ich ungefähr einmal pro Woche auch meine Nägel mache und wenn ich dann meine Nägel ablackiert habe, verwende ich ein Handpeeling. Und damit kann ich dann nochmal so den letzten Rest vom Schützenfest abmachen, meine Hände halt auch schön pflegen und so, meine Nagelhaut pflegen und das mag ich ganz gerne. Und da verwende ich halt gerne Handpeelings, das war jetzt in der Box mal mit dabei und habe ich auch schon mal aufgebraucht, mag ich sehr, sehr gerne. Das Deo hier von Dove, das ist jetzt fast aufgebraucht, ist halt so ein ganz klassisches Deo, ne? Und das mag ich auch, das verwende ich vor allem abends, ist ein Deo-Roller, schützt ganz gut, ist sehr simpel, aber sehr angenehm. Ich verwende hier für, sehr, sehr ölig gerade, für meine Oberschenkel, also quasi von Knie bis Hüfte auch immer so ein Öl, um quasi gegen Zellulite zu arbeiten, um gegen meine Dehnungsfugen zu arbeiten. Da habe ich jetzt aktuell das hier von Aveeno, das kommt auch aus aus einer Beautybox. Mag ich auch sehr gerne. Ich finde es auch irgendwie cool, dass es ein Spray ist, aber eigentlich braucht man das jetzt nicht unbedingt als Spray, muss ich ehrlich gesagt sagen, ne? Aber es ist schön, dass es da ist. Es pflegt auch ganz angenehm. Und das, was ich hieran auch richtig gut finde, es klebt nicht so, es zieht gut ein, ne? Und das finde ich auch immer sehr wichtig, dass ich mich halt auch direkt danach irgendwie anziehen kann. Und das geht damit tatsächlich. Hier habe ich von Kneipp eine Sekundenfußcreme. Die habe ich jetzt auch relativ frisch erst in Anwendung, die habe ich erst zweimal verwendet. Aber die ist gut, die zieht auch wirklich schön ein, da hast du nicht so glitschige Füße von und das mag ich auch ganz gerne leiden, dass man das eben nicht hat und trotzdem halt diese Pflege mit dabei hat, ne? Das mag ich ganz gerne. Dann kommen wir hier zu meiner Momo-Pflege. Tatsächlich hat das einen eigenen Platz in diesem Spiegelschrank. Da habe ich von Dalton die Sensitive Care Derma Balance beruhigende Creme Medium, die gibt es ja auch in der reichhaltigen Variante, verwende ich jeden Abend, also egal ob ich mich jetzt rasiert habe oder nicht, als Intimpflege. Also halt äußerlich, klar. Und das verhindert bei mir tatsächlich auch Rasierpickel, Rasurbrand, eingewachsene Härchen und so weiter, weil du hier ein Produkt hast. Das wird jetzt öfters mal passieren. Hier ist unser Airwick Freshmatic automatisch Prüfi. Genau. Da sind keine Parfümstoffe drin, es pflegt und es haben sehr, sehr viele auch schon, genauso wie ich, zweckentfremdet und es auch genauso wie ich, lieben gelernt. Kannst du natürlich auch im Gesicht verwenden, gar keine Frage. Ich empfehle das aber absolut als Unterstübchen oder auch tatsächlich für die Achseln. Wenn ich mich im Sommer jeden Tag rasiere, ist es 1A dafür geeignet, ne? Dann habe ich hier eine Bodycreme Ciza von Balea, die Ultra Sensitive. Die ist halt von der Schiene, zieht halt nicht so super gut ein, ne? Ich habe da jetzt auch schon ein Hit the Pan quasi drin. Also da brauchst du wirklich, also da hast du lange was von dem Produkt. Es pflegt wunderbar die Haut. Also es macht wirklich eine schöne, angenehme Pflegewirkung. Das, was ich halt, wie gesagt, hier nicht so angenehm finde, ist, dass es nicht so super schnell einzieht. Aber es ist gut geeignet und richtig gut geeignet für sehr sensible Haut, für Hautirritationen, ne? Und ja. Also ich mag die tatsächlich, würde sie aber sehr wahrscheinlich eher weniger nachkaufen, einfach weil es in der Handhabung nicht so easy peasy ist. Es ist schon sehr, sehr fest. Also das ist sehr, sehr fest. Das ist nicht so. Also ich brauche ein bisschen länger, wenn ich die verwende, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier von, was ist das, Ameliorate oder so, habe ich hier nämlich noch eine Alternative bei mir, die ich quasi einmal so zur Seite gepackt hatte. Die habe ich jetzt nur ein, zweimal verwendet und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt den Balea-Pot leer machen. Die hier geht halt schneller, ne? Also wenn ich halt auch nicht so viel Zeit im Bad habe, dann greife ich eher zu der, die sich jetzt unten befindet. Aber hier im Spiegelschrank sind die Sachen, die eigentlich auch jeden Tag verwendet werden. Genau, das wäre jetzt einmal hier die unterste Etage und dann hüpfen wir mal eine Etage höher. Da habe ich auf dieser Seite hier meine Düfte stehen. Es ist eigentlich nicht ganz so sinnvoll, seine Parfüms und Düfte im Badezimmer aufzubewahren, weil du dadurch die Haltbarkeit der Produkte verringerst, ne? Weil hier hast du natürlich auch sehr intensive Schwankungen von der Luftfeuchtigkeit, von der Wärme und so weiter. Deswegen sehe ich auch zu, dass wenn ich die Produkte hier habe, sie entweder aufbrauche oder dass ich das Ganze öfters mal wechsle, ne? Sodass mir da hier auch bitte nichts kippen sollte. Hier habe ich von Jimmy Choo ein Parfum. I Want You heißt es, glaube ich. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Den mag ich richtig gerne. Ich muss halt gestehen, ich liebe Düfte. Ich liebe es, Parfum zu tragen, aber ich bin sehr, sehr faul, dran zu denken. Und ja, also das ist auch ein sehr haltbarer Duft. Den mag ich richtig, 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 richtig gerne. Genau, habe ich durch Zufall mal bei Look Fantastic gefunden. Hier habe ich auch einen Duft von Trussardi. Den hatte ich im Adventskalender drin. Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
keine Ahnung, Made in Italy. Ich glaube nicht, dass er Made in Italy heißt. Der ist auch okay, ne? Den mag ich auch sehr, sehr gerne leiden. Das ist halt etwas, was ich mir eben schnell drauf sprühe, wenn ich einkaufen fahre oder sonst irgendwas. Moschino, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Toy 2 oder Toy 2 ist es dann ja, ne? Sieht wunderschön aus, aber der ist mir nicht haltbar genug. Trotzdem möchte ich den ganz gerne aufbrauchen. Den hier habe ich jetzt heute Morgen verwendet. Der ist von Deli C, das C Bloom. Das ist so ein kleiner. Der ist ja sehr gefällig, kaum wahrnehmbar, aber er ist da. Ne? Also so ein ganz leichter Büroduft würde ich das jetzt einfach mal nennen. So ein richtiger Alltagsduft. Etwas, was ich jetzt letztens erst im Adventskalender drin hatte, ist von Lancôme, das La Vie est Belle. Das möchte ich gerne so für schöne Abende und sowas verwenden, weil ich liebe den Duft. Und ich freue mich drauf, dass ich das halt auch in einer kleinen Größe wieder habe. Ich hatte das mal in groß, dann bin ich schwanger geworden, habe davon Kopfschmerzen gekriegt, habe es weggegeben. Und jetzt habe ich es halt in einer kleinen Größe nochmal. Hier habe ich so ein Parfümsprüher. Oh. Seid ihr wach? Ich glaube schon, ne? Ich bin es auf jeden Fall jetzt auch. Genau. Hier habe ich so einen Parfümsprüher, den hatte ich mal von Larisée mit dabei gehabt, als ich was bestellt hatte, mit Maxims Code. Ich weiß nicht, ich glaube, der gilt aber auch nicht mehr. Auf jeden Fall kannst du das einfach auf dein Parfum draufsetzen und dann füllst du das mit Parfum. Und ich glaube, da hatte ich auch zuletzt das Jimmy Choo drin. Ja, und ist ganz praktisch für die Handtasche, ne? Kannst ganz gut mitnehmen. Ist halt dann hier nicht von außen aus Glas. Das heißt, man muss nicht Angst haben, wenn es runterfällt, dass es kaputt geht. Du hast nicht den großen Flakon mit. Das finde ich ganz praktisch, ne? Jo, und hier habe ich noch etwas von Sol de Janeiro. Das hatte ich auch irgendwo in der Box oder in einem Adventskalender. Dieses Pistachio riecht so unglaublich gut. Oh mein Gott, Brazilian Crush. Das ist so gut für zu Hause, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn man so eine Date Night oder sowas hat. Und ja, da kann man das dann ganz gut drauf machen, ne? Genau, das steht dann hier. Ja, normalerweise ist das Ganze ja etwas anders angeordnet. Das steht dann hier, aber dann weiß ich nicht, ist auch egal. Ne? Hier habe ich so ein Dings, wo ich quasi meine, oh, yummy, da sind Haare dran, meine Scrunchies drin aufbewahre. Und meine Ringe habe ich jetzt hier auch aufbewahrt. Und hier habe ich auch ein paar Stecker für mein zweites Ohrloch. Da habe ich ja hier noch ein zweites Ohrloch und da mache ich immer einfach irgendeinen Stecker rein. Und hier habe ich so mein, ja, mein Tray, wo ich meine Serien auch so drin habe. Jeden Abend verwende ich hier von Grande Cosmetics das Grande Lash. Das macht ja meine Wimpern einfach zu Vavavoom Lashes. Das ist ein ganz, ganz tolles Wimpernserum. Dann habe ich für meine Augenbrauen aktuell in Anwendung das, wie rum halte ich dich denn so? Das Lash Limp von Özlem, ne? Also von Ella Nilo, von meiner lieben Kollegin. Und ich muss sagen, dass tatsächlich, seitdem ich das auch wieder in Anwendung habe, meine Augenbrauen eskalieren. Ich hatte vorher das Grande Brow. Das hat nicht so eskaliert wie das Lash Limp. Aber für die Wimpern finde ich das Grande Cosmetics besser als das Lash Limp. Ne? Da muss man einfach für sich selber gucken, wie das halt auch alles so wird bei einem selbst. Also bei mir wirkt das Grande Lash halt wirklich Wunder. Dann habe ich hier von Dalton eine Lippenpflege aktuell in Anwendung. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Habe ich eben auch noch drauf gemacht. Und als To-Go-Mascara von Hourglass habe ich diese hier, glaube ich, die da Unlocked heißt die. Genau. Also wenn ich mal eben schnell meine Wimpern tuschen möchte, weil ich habe ansonsten hier unten kein Make-up. Ich habe das alles eigentlich oben in meinem Drehzimmer. Da ist einfach alles. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben. Ja, hier sind wir jetzt auch bei meiner Gesichtspflege angekommen. Und Gesichtspflege startet für mich mit dem Abschminken. Da habe ich hier von The Body Shop den Abschminkbalsam mit Kamille. Und der ist aktuell in Anwendung. Da ist nicht mehr so super viel drin. Danach werde ich dann wieder wechseln. Und ja, schaut so aus. Ich mache ja Double Cleansing und deswegen habe ich hier unten immer so einen Abschminkbalsam. Also hier unten ist gut. Hier den Abschminkbalsam und da können wir vielleicht gleich auch nochmal einen Blick reinwerfen in der Dusche. Mein Abschminkschaum, ne? Also dass ich, oder Abschmink, zweites Produkt gedönsen. Und ja, dann gehen wir jetzt weiter. Skincare-Routine habe ich hier meine Abendpflege. Und hier meine Morgenpflege, beziehungsweise bis hier. Und der Toner ist dann quasi, ja, Multi-Use. Ne? Das ist der Multi-Active Toner von Dermalogica. Hatte ich im Adventskalender, ist zum Sprühen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, mag ich ganz gerne leiden. Und der kommt dann, nachdem mein Gesicht gereinigt ist, zuallererst drauf.
dann mache ich einfach jetzt hier mal Abend. Habe ich normalerweise mein Retinol-Serum von Dalton von den High Concentrates. Hier ist jetzt aktuell das Thema, dass ich ja das Aquafacial bekommen habe und deswegen 2 Wochen aussetze mit Peelings, also mit chemischen Peelings und mit Retinol. Deswegen darf das jetzt erstmal kurz warten. In der Zwischenzeit brauche ich einfach mein Triple Ceramide Serum auf, was ich einfach großartig finde. Das ist hautregenerierend, ne? Und ich finde es sehr, 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 sehr angenehm. Gefällt meiner sensiblen Haut einfach richtig gut. Und ja, ich habe noch ein bisschen hier unten drin. Das ist auch schon bald wieder leer, ne? Ist der Wahnsinn. Ja, wer fährt denn jetzt hier vorbei? Ah, draußen ist, geht die Party ab, ich sag's euch. Dann habe ich hier von Dermalogica das Power Bright Dark Spot Serum. Auch das aus einem Adventskalender. Das verwende ich jetzt auch aktuell abends so ein bisschen. Mische mir das aber in das Triple Ceramide Serum rein und verdünne mir das dadurch quasi auch ein bisschen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann habe ich hier, oh, ich liebe sie, ne? Kiehl's Creamy Eye Treatment. Das ist meine liebste Augencreme. Ich kann es nicht anders sagen. Sorry, Dalton, aber da kommen sie halt noch nicht so wirklich ran. Ne? Es pflegt sehr schön, es ist sehr, sehr nährend und ich mag das einfach so gerne. Dann habe ich hier irgendwas. Ach, das ist hier die Lampe bei Schatzi. Die habe ich jetzt mal ausgemacht. Die hat die ganze Zeit so tut mir leid, dass ich, wenn ich euch irritiert habe, die hat die ganze Zeit so bim, bim, bim gemacht. Ich dachte, da fährt irgend so ein Müllwagen vorbei. Egal. Ja, dann habe ich hier von Typology die 9 Ingredients Creme aktuell in Anwendung. Da hatte ich ja auch eine Kooperation, wo ich euch die auch vorgestellt habe. Die Produkte werden natürlich verwendet und aufgebraucht. Da habe ich jetzt, wie gesagt, den Face Moisturizer aktuell in Anwendung abends. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ist nicht so standhaft. Aber gefällt mir. Dann machen wir bei der Morgenpflege hier einfach erstmal weiter. Da habe ich jetzt gerade eine Ampulle hier reingemacht in den Ampullensprüher. Das ist die Hyaluronic Urea Ampulle. Und ich kann euch von Dalton auch nur diese Ampullensprüher wärmstens ans Herz legen, die mitzubestellen, weil ich habe jetzt schon den 3. Tag davon. Ne? Das ist richtig toll und mag ich einfach gerne leiden. Und dann habe ich hier normalerweise mein Vitamin C Serum in Anwendung, was ich aber natürlich nicht verwende, wenn ich auch eine Vitamin C Maske verwendet habe, weil das ansonsten zu viel Vitamin C für meine Haut wäre. Ich mich einfach strecken muss. Ich glaube, ich brauche... Ich habe ein Höckerchen. Hi. Da muss ich nicht so komisch hier, das ist super. Genau, dann habe ich hier nämlich, also gibt super schönen Glow und ich mag das auch von Lavera, muss ich wirklich sagen. Ja, ist gut in Anwendung, gefällt mir auch. Und dann habe ich die Augencreme von Lancôme, die Genifique Yeux, letztens auch in einem Adventskalender drin gehabt. Und da habe ich mir gedacht, komm, so ein sackenteures Vieh willst du auf jeden Fall halt auch verwenden und nicht einfach nur rumstehen haben. Und das macht eine samtige Augenpartie, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das eine Augencreme ist, die für morgens geeignet ist, weil die manchmal auch dazu neigt, so ein bisschen zu krümeln und das ärgert mich manchmal. Aber an und für sich ist die Pflege super, hat eine schöne seidige Konsistenz und macht auch wirklich was her im Schrank, muss ich sagen, weil das ist so ein geiler Glastiegel und das sieht einfach hübsch aus, ne? Kannst du nichts zu sagen. Dann habe ich hier von Uncorrupted Beauty auch noch aus der Kooperation Youth Rebel Anti-Gravity Rejuvenating Cream. Das ist diese hier. Die ist richtig, richtig schön. Und was ich hier halt gut finde, die verträgt sich auch 1A mit meinem Lichtschutzfaktor. Da krümelt nichts und deswegen feiere ich die einfach sehr. Auch da in reger Anwendung, wie ihr seht. Die hat einen leichten Duft mit dabei, aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich mag die. Also die pflegt auch schön meine Haut. Die habe ich jetzt, wie spät haben wir es? Ja gut, 3:45, ne? Habe ich heute Morgen verwendet. Fühle mich gepflegt. Und dann natürlich immer schön Lichtschutzfaktor drüber. Das ist hier eigentlich so mein Lieblingsprodukt, weil es zieht gut ein, es weißelt nicht, es krümelt nicht. Das ist der Lichtschutzfaktor 50 Plus von Dalton und den mag ich einfach super gerne. Und bei meiner trockenen Haut brauche ich definitiv auch sowohl eine Creme als auch einen Lichtschutzfaktor. Je nachdem, was ihr so für eine Haut habt, müsst ihr einfach schauen, ob ihr halt zusätzlich zu einem Lichtschutzfaktor, der ja relativ reichhaltig ist, auch noch eine Gesichtscreme verwenden möchtet. Ne? Also ich mach's. So, ne? Bei mir funktioniert es ganz gut. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das Stativ so weit nach oben geht. Ich bin gerade sehr beeindruckt davon. Hier habe ich zuallererst meinen Schmuck. Das ist von Mein Punkt. Habe ich hier mir immer sortiert nach Silber, Roségold und Gold. Und je nachdem, was ich gerade halt so möchte an Farbe, nehme ich mir das dann auch raus. Und da könnt ihr, wenn ihr möchtet, ja auch die Versandkosten mit Claudi223 weltweit sparen. Dann habe ich hier, die ist so geil. Also hier sind im Prinzip so Sachen, wo ich nicht genau weiß, in welchem
welche Kategorie ich die packen möchte. Deswegen ist es hier so. Dann habe ich von Dalton die Crememaske Natural Korrekteur. Die ist so geil für meine Kaiserschnittnarbe. Also das ist eine 1A Narbenpflege, ne? Und deswegen steht sie hier oben. Ich verwende die zweimal pro Woche ungefähr und lasse sie dann halt einwirken. Das ist jetzt mein zweiter Tiegel oder mein dritter, vierter, fünfter Tiegel. Und ja, genau, so schaut es dann aus. Ein absoluter Gamechanger. Also die hat wirklich gemacht, dass meine Narbe sehr, sehr schnell verblasst ist und hat mir auch wirklich ein bisschen mehr Lebensqualität wiedergegeben. Hier habe ich auch meine Pinselseife, da habe ich aktuell von Da Vinci die in Anwendung. Ich habe sonst immer die mit einem Magneten bzw. Mit so einem Propfen an meinem Rückvieh von meinem Fliesenspiegel festgemacht. So. Und ja, hier habe ich es einfach noch nicht gemacht und die kommt dann immer wieder ins Pöttchen, wird dann immer wieder angewendet und die braucht jetzt auch gar nicht mehr irgendwo befestigt werden, weil die schon fast aufgebraucht ist. Auf jeden Fall ist sie schon durch. Hier habe ich dann noch ein paar Ampullen stehen. Das ist jetzt einfach so die Zeit für Ampullen. Das ist mein liebstes Ampullenset von von Dalton und das ist dieses Marine Anti-Aging Ampullen-Set, weil da einfach alles drin ist, was meine Haut braucht und ich mag das Set am liebsten tatsächlich. Dann ist hier meine Bürste, die wird ab und an auch mal gewaschen. Ja, da habe ich auch tatsächlich so ein... wo bist du denn da? In meiner Schublade unten drunter so ein Ding von For Your Beauty kann ich euch wirklich empfehlen für Haarbürsten. Da kann man dann die ganzen Sachen auch ein bisschen schöner rausholen. Ja, und ab und an, wie gesagt, wird sie auch per Hand gewaschen. Ne? So, dann sind wir auch mit der Etage fertig. Gehen wir zu den Masken. Da habe ich ja eigentlich eine relativ hohe Frequentierung, weil ich sie jeden Tag verwende. Das machen wir jetzt einfach mal so. Also hier habe ich auf jeden Fall zuallererst meine Augenmasken. Da habe ich jetzt hier von Essence die Hydrogel Eye Patches in Anwendung. Ne? Die sind super günstig und aber auch für jeden Tag so in dem Sinne geeignet. Die haben jetzt nicht so eine krass hohe Wirkstoffkonzentration oder so. Sie geben halt einfach Feuchtigkeit und lassen den ganzen Kram unter den Augen ein bisschen abschwellen. Und deswegen finde ich das auch richtig toll und mag die auch sehr gerne. Was ich aber aktuell in Anwendung nehme, ist dieses hier. Das ist einfach nur Propolis. Das ist eine Propolis-Salbe, die ich mir einfach als Maske ganz dick unter die Augen schmiere, um einfach gegen meine Mielchen hier zu arbeiten. Und ich muss wirklich sagen, dass sich das deutlich verbessert hat und es gefällt mir richtig, richtig gut, ne, wie das Zeug gewirkt hat. Das kannst du dir aber auch auf Wunden drauf machen, auf alles Mögliche. Kann ich nur empfehlen, gibt es auch als Tinktur und Propolis haben wir halt auch immer da. Ne? Auch wenn ich so Aften im Mund habe, mache ich mir die Tinktur drauf. Sehr, sehr empfehlenswert. Dann gehen wir hier mal durch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag aktuell. Und das habe ich angepasst an dem, wie ich ja auch meine Pflege habe, wann ich meine Peeling-Tage habe, wobei ich ja aktuell keine Peelings mache, aber sonst habe ich ja dienstags und freitags meine Peeling-Tage, wo ich auch chemische oder ja eigentlich Enzym-Peelings und chemische Peelings verwende. Und darauf habe ich das Ganze dann auch wirklich aufgebaut, dass meine Haut halt immer in dem Moment das Richtige zugebracht wird. Oder dass ich gedacht habe, Mensch, da habe ich einen Drehtag, dann brauche ich ein bisschen was Nährendes oder etwas, was mir Glow gibt. Ne? Und Montag starte ich mit diesem hier, das ist von Yves Rocher, habe ich von Amy mal bekommen, genau, die Calendula-Maske, also mit Ringelblume, die beruhigt halt einfach und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das kann ich auch nach einem Wochenende sehr gut gebrauchen, weil ich meistens dann ja auch am Wochenende sehr, sehr viel drehe. Am Dienstag kann ich ganz gut gebrauchen, dass ich meine Haut schon mal so ein bisschen darauf vorbereite, dass abends ja auch gepeelt wird. Deswegen habe ich hier schon so ein bisschen was Mattierendes, Klärendes, hier jetzt aktuell von Hello Body, die Color Wow Maske, das ist diese hier und die riecht auch ganz angenehm, also die riecht auch nach Kokos, Vanille und die trocknet die Haut aber jetzt nicht so super aus, ne? Also sie macht halt einfach nur eine Reinigung und das finde ich ganz angenehm. Die musst du auch jetzt nicht Ewigkeiten drauf lassen, ich lasse die halt beim Zähneputzen so ein bisschen drauf und ich trage mir die Masken auch entweder mit so einem Foundation-Pinsel auf, ne? Das ist eigentlich so ein klassischer flacher Foundation-Pinsel, den ich einfach umfunktioniert habe. Oder halt so einen echten Maskenpinsel. Das ist dieser hier. Der war mal in der Goodiebox drin von Nire. Damit kommst du halt ein bisschen besser. Seht ihr? Ja, ihr seht mich da vorne. Ich sehe das. Hier, ne? Kannst du da einfach besser dran rum und auch unter den Augen so ein bisschen. Da kommst du besser an deinen Knochen entlang, muss ich sagen. Genau.
Dann habe ich am Mittwoch meinen Tag, wo ich gerne Glow nehmen möchte. Da habe ich von Lumen diese Nordic Sea Maske. Das ist eine Vitamin C Maske, wo ich dann tatsächlich auch darauf achte, dass ich nicht in Kombination damit mein Lavera Serum verwende, sondern halt eine Ampulle oder das Triple Ceramide Serum, dass ich da halt einfach nicht zu viel Vitamin C auf meine Haut gebe, weil das kann auch einfach zu viel werden. Also ich schaue halt auch immer, dass ich die Inhaltsstoffe so ein Stück weit versuche zu lesen, zu verstehen, die sich halt in den Produkten befinden. Dann habe ich von 111 Skin zum Donnerstag hin meine Oxygen Express Mask, die halt einfach auch wieder so eine sehr pflegende Geschichte sein soll, die dann ja auch, ich weiß nicht, Sauerstoff in die Haut bringt. Ja, keine Ahnung. Aber die ist auf jeden Fall angenehm und die pflegt. Am Freitag darf das ganze Gesicht einfach mal so ein bisschen magisch geklärt werden, aber auf eine etwas angenehme Art und Weise mit dem Face Care Magical Effect Produkt klärende Schönheitsmaske von Dalton. Ich habe da schon so viele Tiegel von aufgebraucht. Die ist einfach großartig. Auch hier nur 5 Minuten drauf lassen, fertig ist die Lauge, ne? Und die kühlt halt auch so ein bisschen und gibt einfach ein tolles, erfrischtes Hautgefühl, was ich mag. Dann am Samstag, da hatte meine Kamera einfach mittendrin aufgehört zu filmen. Naja, machen wir mit den Masken hier oben einfach mal weiter. Von Chavia habe ich nämlich hier die Gedan Skin Dry Skin Hydrogel Face Mask. Ich glaube, dass sie auch irgendwas mit Ziege mit drin hat, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne pflegende Geschichte, die ich sehr gut gebrauchen kann, wenn ich samstags oder generell ja am Wochenende meine Drehtage habe. Und das ist wirklich eine schöne Maske, die interessanten Duft hat, um das mal so zu sagen, ne? Und dann habe ich für den Sonntag etwas, was mir Strahlkraft gibt. Das ist von Yepoda die Seatox-Maske, die sehr, sehr toll ist. Denn die hat neben dieser Strahlkraft, die sie ja durch diese Yuzu-Yusa-Frucht gibt, auch noch Vitamin C mit dabei, durch die Yusa-Frucht und Lehm, also Matt-Mask. Das ist dann ja auch quasi. Die finde ich sehr, sehr gut. Vor allem ist es auch eine Maske, die jetzt nicht selber antrocknet, also nicht so doll und dadurch halt auch nicht die Haut so krass austrocknet. Das finde ich einfach sehr angenehm. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass man halt nicht diese Maske in Kombination dann verwendet mit hier diesem Vitamin-C-Serum, dass man da einfach schaut, dass man dann zu einem Ceramid-Serum oder zu einer Ampulle oder sowas morgens geht, ne? Weil ansonsten wird das Ganze halt zu viel auf dem Gesicht sein. Ja, ich habe jetzt hier natürlich auch noch allerhand Kram drin, aber das ist nichts, was ich so in richtig aktueller Anwendung habe. Das ist so sporadisch mit dabei, ne? Und deswegen mit das Höckerchen hier, ne? Und so Backups und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht so interessant wie das, was jetzt auch wirklich aktuell im Badezimmerschrank drin ist. Deswegen würde ich einfach sagen, das war die Hüfte, knack, dass ich euch jetzt auch schon alles gezeigt habe. Ja, schaut gerne in der Infobox vorbei. Ich habe euch alles irgendwie verlinkt, was ich verlinken konnte. Und ja, das Höckerchen ist ein Traum. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.